Willkommen zu einem neuen Wochenvlog. Ja, Leute, die Wochenvlogs sind wieder zurück. Ich habe ja letztens einen hochgeladen und der ist so gut bei euch angekommen. Deswegen dachte ich, bringen wir die Wochenvlogs zurück. Und wer die verpasst hat, ich habe, glaube ich, knapp 1,5 Jahre oder so meines Lebens immer in Wochenvlogs festgehalten. Ich weiß gar nicht, ob ich eine Playlist habe. Ich werde eine machen und die in der Infobox verlinken. Da könnt ihr das nachschauen. Und ich muss unbedingt auch meine eigenen Wochenvlogs nochmal angucken. Weil das ist teilweise schon so lange her. Heute ist Donnerstag und ich muss heute ein bisschen was aufräumen. Also ich muss auf jeden Fall mein Zimmer aufräumen, weil das ist nicht gut. Und ich muss die Wäsche machen und ich muss die Betten von meinen Jungs machen. Viele von euch haben gesagt, ich soll mal mehr so meinen Au-pair-Alltag zeigen. Deswegen würde ich sagen, kommt doch einfach mal mit. Und ich höre nebenbei immer Musik, wenn ich irgendwas aufräume. Mein Morgen fängt eigentlich immer damit an, dass ich die Jungs zur Schule bringe, dann mit dem Hund einmal rausgehe. Und wenn ich Glück habe, nimmt die Mama die Jungs mit, wenn sie zur Arbeit geht. Ich liebe das, wie die so Sticker an den Wänden haben. Ich durfte sowas nie. Meine Mama war so, du klebst irgendwas an die Wand. Naja, ich muss jetzt das Bett machen. Wo bist du noch, Habibi? Bett Nummer 2. Zack. Ich habe euch ja erzählt, dass meine Sriracha auf der Fensterbank liegt und jetzt liegen hier auf Snacks. Weil ich habe mir so ein bisschen so gesündere und teilweise hier so ein bisschen hier mit Protein, Motein Sachen geholt. Davon hatte ich gestern die andere Sorte. Schmeckt hammer lecker. Hier so, wisst ihr, so Zeugs. Die habe ich mir letztens schon mal geholt, aber die Sorten hatte ich noch nicht. Ich bin mir bei der nicht ganz sicher, aber ganz ehrlich, Double Chocolate. Das hier ist Lemon Poppy Seed und das ist Pumpkin Spice. Ich hatte die halt eigentlich in meinem Kleiderschrank, aber ich habe das Gefühl, die sind da zu warm geworden. Und ich will nicht, dass mir das so alles vergammelt. Jetzt ist mein Zimmer dran. Found some money. This time when we're kissing, baby, tell me how did you get so cold enough to show my bones? Yeah, 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 yeah. Whoa, 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 whoa. Heute Nacht, baby. Ich roll ein Trip. Habt ihr das Problem auch, wenn ihr zu gute Musik hört, dann werdet ihr halt so voll abgelenkt und tanzt die ganze Zeit und dann räumt ihr gar nicht euer Zimmer auf. Auf jeden Fall wollte ich euch sagen, wenn ich meine Sport-BHs in die Wäsche schmeiße, nehme ich immer diese Kissen raus, die kann man dann lieber mit Hand waschen. Weil, wenn man die in der Waschmaschine packt, kennt ihr das bestimmt, die werden so komisch eingeknickt und verlieren voll ihre Form. Und so bleibt alles schön in der Form, wie man es haben möchte. Ich glaube, es wird mal wieder Zeit für so ein Musikvideo, oder? Meine Sporttasche ist gepackt. Und ich habe es nicht mehr geschafft, mein Zimmer komplett aufzuräumen, weil ich muss jetzt los zum Zumba und ich freue mich schon voll drauf. So geil. Also wenn ihr irgendwie in eurem Gym, falls es da einen Zumba-Kurs gibt, probiert es auf jeden Fall mal aus. Ich kann es nur empfehlen. Also ich habe in den letzten Tagen so ein kleines Problem und zwar habe ich Rückenschmerzen. Und ich weiß nicht, ob dieser Rückenschmerzen einfach nur Muskelkater ist, oder ob das wirkliche Schmerzen sind, weil irgendwie hatte ich noch nie so, Gott sei Dank, noch nie richtig Rückenschmerzen in meinem Leben. Und deswegen bin ich so ein bisschen verwirrt und habe, keine Ahnung, nicht Angst, aber ich mache mir jetzt schon ein bisschen Sorgen. Irgendwie tut es schon weh. Das ist auf jeden Fall schon mal weniger als gestern. Deswegen hoffe ich, dass es einfach nur Muskelkater ist. Ich habe gestern auch so Yoga gemacht. Habe ich bei YouTube eingegeben, Yoga for Back Pain, weil ich glaube, wir Menschen sollten häufiger Yoga machen. Ich glaube, das tut uns ganz gut. Und irgendwie fühle ich mich an manchen Tagen so ein bisschen kraftlos irgendwie. Wisst ihr, so keine Energie, vielleicht auch kein Bock. Ich wollte schon vor 15 Minuten losgehen, aber man kennt es ja nicht anders, ne? Mein Stirnband ist übrigens von H&M. Das hat übrigens nur 10 Euro, glaube ich, gekostet. Ich werde da so oft nachgefragt. Hat das sogar vielleicht sogar weniger gekostet? Ich muss mich jetzt auf jeden Fall auf den Weg machen. Ich nehme die Kamera mit. Ich werde eh nichts filmen, aber ich nehme sie mit. Hi.
Ich bin gerade ungefähr genauso rot wie diese Wand. Reggie, sit. Come here. Hello. Ich bin jetzt wieder zu Hause total fertig. Wie ihr gesehen habt, habe ich mir Mango geholt. Und wir haben nämlich generell gar kein Obst mehr. Nur noch einen Granatapfel und eine Zitrone. Deswegen habe ich mal ein bisschen Obst geholt. Weintrauben und Äpfel. Habe ich mir noch das hier geholt, weil das ist so Edamame und Kichererbsen. Ich muss mir jetzt erstmal was zu essen machen und dann werde ich Riverdale gucken, weil heute ist mal wieder eine neue Folge gekommen. Richtig? Richtig? Ja? Ja. Heute mal eine ganz simple Bowl, weil wir irgendwie nicht mehr so viel Sachen haben. Reis, schwarze Bohnen, Avocado, Spinat. Hier einfach so ein frischer Spinat mit etwas Ketchup. Ja, ich bin so eine nasty Person und packe gerne Ketchup irgendwo ins Essen rein. Und ein bisschen Hummus und Sriracha ist noch drin. Und ich habe noch Hefeflocken drauf geballert. Ich habe jetzt quasi Feierabend. Ich weiß nicht, ich finde es immer komisch, Feierabend zu sagen. Ich muss jetzt mein Bett neu beziehen. Und ich wurde gefragt, wie oft beziehst du denn dein Bett neu? Alle 2 Wochen? Und ja, ich beziehe hier mein Bett. Also alle 1 bis 2 Wochen ungefähr ziehe ich das immer neu. Und das sollte man auch machen, weil kommen so, wie heißt das denn nochmal? So Milben und sowas. Also so Bakterienzeugs. Vor allem, wenn ihr Probleme habt wie ich mit schlechter Haut, dann würde ich mal euren Kissenbezug häufiger wechseln. Wechselt euer Bett alle 2 Wochen. Wenn ihr das nicht macht, ist das ganz schön nasty. Ich habe gerade so ein bisschen Wasser getrunken aus meiner guten Flasche und dann einfach Wasser auf meinen Laptop gekippt. Aber Gott sei Dank hatte ich diese Silikonfolie da drauf, weil so konnte ich den Laptop, es war halt nur ein bisschen, und dann habe ich den Laptop ganz schnell einfach nur umgekippt auf den Boden. Jetzt ist das ganze Wasser, was da drauf war, auf dem Boden, weil das war hier drauf. Fix, oder? Einfach nichts hier drauf gekommen. Ich habe gerade meine Haare geöffnet. Ich trage die irgendwie viel zu selten offen. Aber auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ich habe jetzt heute Abend nichts Spannendes mehr gemacht, sondern habe eigentlich nur so YouTube-Videos geguckt. Habe irgendwelche Interviews geguckt oder was weiß ich was. Habe Riverdale geguckt. Nochmal. Zusammengefasst, ich habe nichts Spannendes geguckt. Auf YouTube gibt es irgendwie nichts Spannendes. Ich weiß nicht, was ich mir da angucken soll. Ich bin immer so, das ist langweilig. Das ist auch langweilig. Das ist auch langweilig. Sag mir mal, was kann man so gucken irgendwie, was Interessantes. Also ich habe das Gefühl, ich verblöde hier langsam. Und ich habe das Bedürfnis, irgendwas zu gucken, wo ich was lerne. What I Eat in a Day Videos sind halt irgendwann so. Hat man es auch verstanden, dass jeder morgens Porridge isst und so. Deswegen, ich weiß nicht. Ich bin gelangweilt. Und ihr so, guckt ihr noch YouTube? Ich weiß gar nicht. Ach, das ist jetzt so was ganz Dummes. Okay, ich werde es, glaube ich, nicht erzählen, sondern das in einem Video zusammenfassen. Ich wollte das schon ewig machen, so komische Fakten über mich. Wollt ihr sowas sehen, so, wo man sich so denkt, so, why einfach. Ja, das muss ich mir auf jeden Fall jetzt aufschreiben. Guten Morgen, Friends. Mein Wecker klingelt jeden Morgen um 6.30 Uhr. Weil ich muss um 7 Uhr unten sein, aber ganz ehrlich, der klingelt viel zu früh. Ich brauche so viel Zeit gar nicht. Aber ich denke mir immer so, keine Ahnung, nachher brauche ich doch Zeit. Und dann stehe ich manchmal einfach so in meinem Zimmer rum. So. Diese Baby-Haar-Situation, wird die jemals anders? Ich zeige euch mal kurz das Wetter. Regen, Wolken. Ich habe heute irgendwie ganz verpeilt zu vloggen. Wir haben nämlich eine neue Au-pair hier bei uns in der Gegend. Und wir haben so einen Brunch gemacht. Das machen wir irgendwie ganz gerne. Hey, oh mein Gott. Ach genau, wir haben eine neue Au-pair in der Gegend. Und wir dachten, wir machen mal so einen Brunch. Also das machen wir irgendwie ganz gerne so. Das haben wir ganz am Anfang gemacht, um uns alle so kennenzulernen. Dann haben wir das nochmal irgendwann gemacht. Dann haben wir das zum Abschluss nochmal gemacht, bevor die eine gegangen ist. Und jetzt ist in ihrer Familie halt eine neue Au-pair. Mit der haben wir es jetzt nochmal gemacht. Und ja, einfach so zum Kennenlernen, bisschen labern, dies, das. Und die waren halt heute bei mir. Und wir haben Pancakes gemacht und so. Ich mag das irgendwie voll gerne so. Es ist nicht richtig so Brunch, aber einfach so ein bisschen quasi ein größeres Frühstück. Und jetzt muss ich meine Wäsche waschen, weil hier ist schon wieder so ein ganzer Haufen an Sachen, die ich unbedingt waschen muss. Also das passt nicht alles in eine Waschmaschine. Und da muss man halt überlegen, welche Sachen sind wichtiger, welche brauche ich jetzt und bei welchen kann ich jetzt vielleicht noch ein paar Tage warten. Oh nein, meine Batterie ist gleich leer. Oh Mann, jetzt muss ich das aufladen.
Okay, wir sehen uns später. Ich lade erstmal meine Kamera auf. Der Akku ist wieder aufgeladen, aber ich muss gleich los und die Kinder abholen. Ich habe keinen Bock. Was ich euch erzählen wollte, gestern sollte eigentlich ein Päckchen kommen. Also ich habe es auch gesehen. Ich bin nämlich gerade in die Straße reingegangen und dann ist der Postbote weggefahren. Also ich habe es halt nicht mehr nach Hause geschafft, um ihn zu stoppen. Aber er ist wieder mit meinem Päckchen weggefahren. Und dann kann man halt nämlich so im Internet quasi, der hat mir halt so eine Karte hinterlassen, dass es nicht kommen konnte. Und dann kann man halt das Datum ändern oder irgendwie so. Und da stand drin, dass es heute kommt. Und ich bin extra zu Hause geblieben, bin nicht ins Gym gegangen, damit mein Päckchen ankommt. So, und jetzt habe ich gerade nochmal geguckt, weil die Zeit vorbei war. Und jetzt steht, dass es Montag ankommt. Die haben es heute gar nicht versucht hinzubringen. Ich bin so, wow, das ist echt amazing. Immer das Gleiche mit diesen Postboten. Ach, boah, ich muss gleich los. Ich gehe dann heute Abend ins Gym und trainiere meine Beine, denke ich. Beziehungsweise meinen Po. Jetzt habe ich auch eigentlich gar nichts Spannendes zu erzählen. Tschüss. Es ist mal wieder an der Zeit, ins Gym zu gehen. Ich war diese Woche halt kaum im Gym, weil ich euch ja gesagt habe, dass ich diese Rückenschmerzen habe, wo ich immer noch nicht weiß, was das genau ist. Und deswegen habe ich mir überlegt, erst einmal zu chillen. Und heute fühlt sich mein Rücken echt gut an. Also da ist unten so ein bisschen was. Also es ist so eine Mini-Stelle irgendwie. Aber sonst fühlt es sich echt gut an. Deswegen gehe ich jetzt ins Gym und hoffe, dass es mir morgen immer noch gut geht. Und dass es auch vor allem meinem Rücken morgen gut geht. Ich fühle mich echt wie so eine alte Hausfrau, die zu viel Hausarbeit gemacht hat und deswegen ihr Rücken kaputt ist. Aber dabei habe ich gar nichts gemacht. Eben ist der Nachbar gekommen und da waren die Eltern halt noch nicht zu Hause. Die sind heute ein bisschen später gewesen, weil die den Zug verpasst haben. Und deswegen war ich alleine mit den Jungs und dann hat der Nachbar geklingelt. Es ist halt ein alter Mann und er war so ein bisschen so, sag ich mal, aufgebracht. Er war so, ja, ich habe das Haus verlassen und habe aus Versehen irgendwas hat er mir da erzählt mit dem Schlüssel, dies, das. Auf jeden Fall hat er sich ausgesperrt. Er so, ja, meine Hunde, die warten die ganze Zeit an der Tür. Ich höre sie ja von draußen, aber ich komme einfach nicht rein. Und ich wusste auch nicht so genau, wie ich ihm helfen soll, weil irgendwie, keine Ahnung, ich kenne mich jetzt auch hier nicht so gut aus. Und ne, dann meinte er, ja, ich warte wohl, bis ne, die Eltern wieder da sind. Ich so, ja, kein Problem. Und dann sind wir so draußen. Er so sagt zu dem Kleinen, ja, kannst du bitte über den Zaun springen und so weiter. Und keine Ahnung, was ich war. So, hey, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich war so voll überfordert. Ich nur so, hey, ne, hab nur so nett mit ihm geredet. Aber voll der Süße eigentlich. Also meine Gasteltern sagen immer, der ist so ein bisschen grumpy. Aber der ist eigentlich voll der Liebe. Der hat dann auch meine Gastmama getroffen und die hat ihm halt so ein bisschen geholfen. Ich weiß nicht, was die genau gemacht haben. Und dann hat er sich bedankt bei ihr und hat ihr erstmal einen Kuss gegeben. Alte Leute sind so ein bisschen komisch, aber gleichzeitig liebe ich alte Leute einfach. Okay, ich muss jetzt los, weil sonst wird es immer später. Gerade noch was eingefallen, was ich euch unbedingt sagen möchte. Hier, ich gebe mal ein schönes Licht dafür. Das ist nicht schön. Auf jeden Fall ist mir aufgefallen, dass ich voll Probleme damit habe, mit Leuten Augenkontakt zu halten. Also das ist so ein Ding, ne? Also ich kann das mit Freunden voll gut, den kann ich so die ganze Zeit in die Augen gucken. Aber zum Beispiel bei meiner Gastmama, wenn ich mit ihr rede, ich gucke irgendwie gerne voll so weg, aber so richtig weg. Wisst ihr, nicht mal so zur Seite oder so, dass ich sie nicht richtig angucke, sondern gucke einfach komplett, meinen ganzen Kopf drehe ich zur Seite und rede irgendwie so und dann immer wieder zurück, dann drehe so 1000 Jahre meinen Kopf rum. Ich weiß gar nicht warum. Seitdem ich das jetzt bemerkt habe, dass es ein Problem ist, versuche ich Leuten die ganze Zeit in die Augen zu gucken und ich habe Angst, dass die denken, ey, was gafft die Dumme? So, warum guckt sie mir so in die Augen? Nein, das mache ich natürlich nicht. Aber ich habe jetzt zum Beispiel auch gerade mit meiner Gastmama geredet und versucht, so die ganze Zeit in ihr Gesicht zu gucken, weil irgendwie, ich fühle mich sonst so komisch. Keine Ahnung, seitdem mir das jetzt aufgefallen ist, war ich so richtig so voll die Nervige. Ich bin wieder zurück und ich glaube, die meisten schlafen schon im Haus. Traue ich mich lauter zu reden. Mein Workout war ganz in Ordnung, würde ich sagen. Irgendwie war ich mir immer noch nicht so ganz sicher wegen meinem Rücken. Oh ne, das hatte ich nicht gedacht, das habe ich getan. Seht ihr das? Warum ist das Teil rausgegangen? Was ich sagen wollte, mein Workout war ganz in Ordnung. Das war jetzt nicht das Beste, weil ich mir nicht so sicher war wegen meinem Rücken. Und dann bin ich einfach, wisst ihr, ich habe nicht mal eine Übung gemacht. Plötzlich aus dem Nichts knackt mein Knie. Es hat angefangen weh zu tun und ich so, oh nee, bitte nicht. Und dann habe ich mir gedacht, ich glaube, das ist nicht so gut, weiter Beinübungen zu machen. Vor allem so Squats oder so wäre das Dümmste mit Knieschmerzen. Deswegen habe ich mich dann nur noch gestretcht, bin nach Hause gegangen. Jetzt bin ich irgendwie so müde, ne? Ich wollte eigentlich noch selbst Bräuner drauf machen, aber
Ne? Wisst ihr, an manchen Tagen, da legt man sich so ins Bett und denkt sich schon so, boah, gar keinen Bock irgendwie. Man ist nicht müde und man weiß, früh morgens aufstehen. Aber so Freitagabends, wenn man sich dann ins Bett legt. Ah. So, liebe Freunde, ich glaube, das war's dann auch für heute. Cool, mein Trick hat nicht geklappt. Gute Nacht. Boah, bin ich cool, oder? Guten Morgen. Ja, auch am Wochenende wache ich teilweise relativ früh auf, weil gestern Abend bin ich auch schon voll früh eingeschlafen. Ich bin aber so ein bisschen dumm manchmal, ne? Das habt ihr ja schon manchmal mitbekommen. Ich bin eben so auf dieser Seite aufgewacht, habe mich umgedreht. Ja, ich bin einfach mal wieder mit meinem Laptop neben mir eingepennt. Ich schätze, da liefen dann auch Videos und so, weil ich weiß noch, ich habe Videos geguckt und war so, ich mache das gleich aus. Aber ich habe schon so die Videos geguckt. Ich glaube, das lief dann halt so lange weiter, bis der Akku leer war. Aber jetzt muss ich erstmal pinkeln. Huch, wer muss morgens auch mal so dringend? Ich habe euch gesagt, ich werde meine eigenen Vlogs gucken. Ich bin gerade dabei, mich fertig zu machen und ich habe irgendwie eine Wimper verloren. Es passiert mir so oft. Ich kann sie einfach nicht finden. Ich habe jetzt alles hier durchgeguckt. Ich habe nur noch eine jetzt. Jetzt muss ich mir ein anderes Paar nehmen. Aber ich bin so richtig so, wo ist diese blöde Wimper? Ich verstehe das nicht. Die kann doch noch auf meinem... Ich habe schon meinen Bademantel abgesucht. Alles, aber sie ist gone. Und plötzlich liegt sie da. Wo warst du? Ich habe mir jetzt andere Wimpern draufgeklebt. Da werde ich übrigens so oft nachgefragt, was das für Wimpern sind. Wie ihr seht, die sind so lang, ne? Einfach meine eigenen Wimpern, die seht ihr hier so. Okay, die sieht man, glaube ich, gar nicht. Meine eigenen Wimpern, keine Ahnung, wo die verschollen sind. Die gehen, glaube ich, bis hier. Auf jeden Fall sind das diese hier vom Primark. Ja, ich habe die Packung ein bisschen abgeschnitten, damit es einfacher überall reinpasst. Ich bin noch nicht ganz fertig. Lippen fehlen noch und Highlighter fehlt noch. Wie ihr seht, da schimmert gar nichts. Das ist der Highlighter, den ich immer benutze, aus einer Catrice LE. Wie ihr seht, mag ich den ganz gern. Du, ich bin da nicht sparsam. Glaub mir, Mann. Ist auch cool, wenn man genau da, wo man Highlighter aufträgt, einen Pickel hat. Das liebe ich ja immer. Das ist immer so, ach cool, warum nicht überall anders? Nasenhighlight kann man echt am besten mit dem Finger machen. Da kriegt man so einen richtigen den dahin. Ich sehe auch immer so aus, als wäre es Sommer. Wisst ihr, als wenn ich so richtig gerade schön irgendwie am Schwitzen bin. Ich mache halt gerne so ein Make-up, was so nach Sommer aussieht, weil irgendwie, ich finde, ich sehe halt so aus, als wenn ich so ein bisschen schwitze. Einfach, wenn man sich wünscht, dass es wärmer wäre. Auf die Lippen drauf kommt mein Lieblings-Catrice Lipgloss, auch aus einer LE. Sorry, Leute, ihr könnt ich gar nicht nachkaufen. Eine Sache hätte ich fast vergessen. Ich habe mir endlich wieder ein neues Spray gekauft und diesmal habe ich mir das Grüne gekauft, weil das hatte ich noch nie. Beziehungsweise ich hatte das Rosane ja auch erst einmal. Voll dumm. Naja, ich mache mir... das ist übrigens mit Aloe Cucumber und Green Tea. Der Sprühkopf davon ist ein bisschen anders, weil irgendwie das Rosane hatte so ein bisschen so einen feineren Sprühkopf, aber hier kommt das teilweise so ein bisschen tröpfig raus, wie ihr hier sehen könnt. Das gefällt mir so nicht. Muss ich noch meine Haare machen? Was mache ich denn mit meinen Haaren? Ich bin fertig. Ich warte nur noch drauf, dass mein Handy Akku lädt. Und hier habe ich irgendwie so einen Bronzerfleck. Denke ich manchmal wirklich so über mein Leben nach und weiß zum Beispiel, okay, du musst gleich aus dem Haus. Es wäre ganz schlau, deinen Handy Akku aufzuladen. Wird das jemals vorkommen? Und guck mal meine Nasenkontur an. Tschüss. Sieht oben so richtig schmal aus irgendwie. Ich frühstücke dann gleich eben und dann fahre ich in die Stadt und treffe mich mit meinem Babe. Wer ist mein Babe? Schreibt es in die Kommentare und ratet. Da meine Gasteltern einfach mal da ein Bild aufgehangen haben von sich, muss ich mich jetzt immer schief hinsetzen. Cool, danke dafür. Ich habe gerade mein Frühstück gemacht und das ist einfach mein Lieblingsfrühstück. Ich liebe das so sehr. Man sieht es jetzt kaum. Warte. Sieht halt ein bisschen aus wie schon mal gegessen. Aber das ist ein Apfel, eine Banane, Weintrauben, Granatapfelkerne, dieser Go-On-Quark von so, Alpro, genau. Also Sojaquark. Ich mag das nämlich lieber als Sojajoghurt, weil der so ein bisschen fester ist. Dann sind noch Mandeln drin und natürlich Haferflocken und Leinsamen. Ich glaube, das war's aber jetzt. Oh mein Gott, Reggie. Guckt ihn euch an. Oh Mann, Reggie. Alleine. Sein Gesicht ist voll dreckig. Reggie, Bibi.
Ach, da sieht man es auch ganz gut. Alles einfach dreckig. Erstmal rauszoomen, das dauert so 10 Jahre bei dieser Kamera. Oh, ich glaube, ich habe mein Lipgloss oben vergessen. Oh, hier sind zwei andere, das ist in Ordnung. Meine Gastmama ist nämlich mit dem Hund im Park gewesen. Normalerweise jeden Tag mit ihm in den Park gegangen. Aber ich war so abgefuckt von den Leuten da. Das hat mich so genervt, weil der Hund ist halt, ja, man kann es verstehen, der Hund ist größer und auch schwerer als andere Hunde. Und manchmal, beziehungsweise viel zu oft, machen sich, glaube ich, Hundebesitzer einfach viel zu viele Sorgen. Und ich wurde so oft angemeckert, nimm dein Hund hier weg, mach den an die Leine. Ich war immer so, hä, beruhig dich doch mal, die Hunde spielen nur. Klar, manchmal hat man gesehen, wenn er auf irgendwelche kleinen Hunde zugelaufen ist oder so, musste ich ihn mehrmals festhalten. In den meisten Fällen ist es gar kein Problem, aber diese scheiß Hundebesitzer haben mich so aufgeregt. Die haben mich immer angeschrien wegen jedem Müll. Die sind auch so, meine Gastmama hat es auch so erzählt, es gibt so eine Gruppe, da sind halt diese ganzen Leute, die immer in diesen Park gehen und was weiß ich, die unterhalten sich da über ihre Hunde und wie es ihren Hunden geht und keine Ahnung. Und sie ist da halt auch drin. Man sieht so, dass diese Leute außer diesen Hunden nichts anderes in ihrem Leben haben, weil die machen sich direkt Gedanken, wenn irgendwie die Hundescheiße ein bisschen anders aussieht und schicken das in die Gruppe und fragen so, ja, was ist los? Solche Sachen, so, die machen sich richtig so hammer viele Sorgen um ihre Hunde. Das ist so deren Leben einfach. Ich könnte mich so darüber aufregen. Das hat mich jedes Mal so aufgeregt. Vor allem so, nimm deinen Hund an die Leine. Du musst den an die Leine machen. Der Hund macht nichts. Er läuft nur rum und spielt mit irgendwelchen Hunden. Und er ist halt manchen Hunden so hinterhergelaufen. Einfach nur so, wisst ihr, damit die halt laufen. So, sie haben sich gegenseitig halt so fangen spielen oder so. Und dann war ich, der rennt die ganze Zeit meinem Hund hinterher. Was soll das? Und ich war so, nö, mache ich nicht mehr. Aber zudem kommt noch das Problem, dass der Hund halt nicht hört. Wenn ich seinen Namen rufe, dann tut er so, als wenn das nicht sein Name ist. Oder als wenn er keinen Namen hat. Ich weiß es nicht. Ob er das extra macht, ob er keinen Bock hat. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht erklären. Auf jeden Fall, wenn ich ihn rufe, kommt er nicht zurück. Das heißt, wenn jemand schon so schlecht gelaunt ist und ich dann ein bisschen weiter weg bin und der Hund nicht direkt zurückkommt, dann rasten die halt komplett aus. Und deswegen, es kann natürlich auch gefährlich werden, weil der Hund einfach so gerne spielen möchte. Und wenn dann halt so ein Mini-Hund ist, er wiegt halt 40 Kilo und dann irgendwie auf diese Hunde draufspringt oder so, ist halt nicht so cool. Wie bin ich jetzt darauf gekommen? Ach genau, jetzt geht er nur am Wochenende in den Park, weil die Mama ist so, keine Ahnung, juckt sie nicht, wenn Leute sie anschreien. Und deswegen geht sie am Wochenende mit dem Hund in den Park und dann rastet er komplett aus und ist mal komplett voll mit Matsch und so. Habe ich ernsthaft gerade 5 Minuten über diesen Hund geredet? What the fuck? Ich wusste nicht, was ich tun soll. Kennst du, wenn du so nicht weißt, ob du lachen sollst oder so lustig gucken sollst oder einfach ignorieren? Und ich war so, oh, das war dann voll nasty, so eine Mischung aus allem. Das war ein bisschen, oh mein Gott, guck dir diese Medjool-Datteln an. Oh, aber die kosten halt 32 per Kilo. Das werden 3 Kilo, Alter. Ey, ich schwöre es. Guck dir diese Datteln an. Lass mal einen wegsnappen. Liebe Freunde, wir sind gerade auf dem Borough Market. Und ich war hier noch nie. Und es ist wirklich mal ein Market. Also wenn man mal... Ey, kennst du die? Hoppala. Oh, hoppala. Kennst du die? Das sind diese russischen Süßigkeiten. Die hatten wir immer zu Hause. Ja. Diese? Ja, ich weiß. Marmelade. Marmelade, ich mag die nicht. Ich mag die auch nicht so. Ich bin so verleitet, einfach mir so ein Ding zu schnappen, aber ja, man möchte halt einfach was wegsnacken. Einmal mal weg, einmal. Oh mein Gott, es gibt hier die roten. Die kosten einfach 7 Pfund. Oha, ich habe die noch nie gesehen. Ich auch nicht. Oh mein Gott. Irgendwie so. Die sehen voll geil aus. Oh, weißt du, woran ich gerade denke? Und Mangosteen gibt's hier. Was ist das? Keine Ahnung, aber die finden Anna und Katze geil. Echt? Oh, aber guckt euch die an, die ist einfach pink von innen. Ich glaube, die gibt es teilweise auch in Deutschland, aber selten, schätze ich. Guckt euch das an. Oh, fokussiert natürlich nicht. So, hier kommt man ja auch gar nicht voran, ne? Also, das kennt man ja in Deutschland nicht und dann auch gar nicht anders, ne? Nee. Ah, guck mal. Ah, voll schön. Möchtest du auch noch, damit das Bild noch besser aussieht? Was ist das denn für ein feines Girl? Aber die Frage, die sich alle stellen, friert sie?
Ich singe ein Duett mit Dicky. Ich glaube, mein Burger ist gleich fertig. Guck mal, das ist voll die gute Qualität. Oh, geil. Ich liebe diese Kamera. Zwei Leute haben ihren Burger schon vor mir bekommen. Obwohl sie jetzt auch. Ja? Warte, ich spreche jetzt einmal vor der Kamera rein. Warte mal, warte mal. Ja, oh, sorry. Boah, Eve! Kennst du das, wenn deine Schuhe so unbequem sind, dass es schon egal ist? Weil ja, die so unbequem sind? Weil deine Füße fallen ab und du denkst dir so, ey, das juckt mich halt gar nicht ab. Ich war ja schon mal auf diesem veganen Market. Das war irgendwann ganz am Anfang, als ich gerade fresh in London war, mit Greta zusammen. Da war ich auch bei diesem Stand und hatte auch einen Burger. Der war gar nicht so gut und Greta's war auch gar nicht so gut. Aber das Teil schmeckt so geil. Das ist der Halloumi-Burger. Mm. Nur Bargeld. Uff. Oh, Free from Bakehouse, wenn das nicht meinen Namen ruft. Ich bin heute nicht so... Naja, wie soll man sagen? Das ist halt heute nicht so schön. Könnt lieber Pia angucken. Ich habe Pias Haare gemacht. Voll süß, ne? Ja, was ist falsch mit mir? Ich bin so gut geworden. Ich fühle mich gerade wie so ein Baby irgendwie. Guck mal so diesen Ausschnitt an. Ich will dich in so einen Kinderwagen rein. Ach, voll süß. Und doch, schneide ich mit rein. Ich schneide dich gleich mit rein. Aber weißt du, wo ich dich gleich mit reinschneide? Wir sind jetzt an der King's Cross Station, weil wir was snacken möchten, weil es wird einfach mal Zeit, was zu essen. Hier geht halt voll die Party ab. Ich wusste das gar nicht. Hier sind voll viele Leute. Boah, das, was da für eine Party abgeht, ist halt. Ja, hier, ich habe mir so ein bisschen so ein Teil geholt. Ich weiß gerade gar nicht, wie das heißt. Avocado-Sushi und so eine. Was laberst du einfach in mein Video rein? Hast du überhaupt Respekt oder was? Holt die sich einfach so Schnitzel? Ich habe so eine Nudelsuppe. Leute, guckt euch das an! Ich sehe irgendwie gerade mal keiner hinter mir. Irgendwie voll komisch. Ist generell voll leer gerade. Ich bin auf dem Weg nach Hause. Es ist einfach so kalt. Es ist einfach kalt in London. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Es ist einfach freezing. Ich glaube, heute ist mein Glückstag. Guckt euch das an. Von 4,40 auf 1,75. Ich bin heute mit meinen Jungs beim Royal Air Force Museum. Da sind wir jetzt gerade hingefahren. Oh, die Sonne. I'm recording myself. Do you want to record me? No, you're walking. I think that's not a good idea. Do you want to record me? Mhm. Also ich wollte euch nur erzählen, ich bin heute beim Royal Air Force Museum mit meinen zwei Jungs und von dem einen werde ich gerade gefilmt. Hier seht ihr den wunderschönen Carpark im Hintergrund und das wunderbare Museum. Ich glaube, es wird ein super spannender Tag für mich. Das ist einmal eine Aufnahme hier für meinen Vater, damit er auch sehen kann, was ich hier für tolle Flugzeuge mir angucken konnte. Hier, guck mal, Papa. In so einem Ding, das ist quasi wie so ein Flugzeug und wir haben hier drin gegessen. Und gerade ist es ganz kurz mal ein bisschen leiser, weil hier laufen die ganze Zeit so Kinder rum und ich bin gerade richtig so... Kennt ihr so diese Momente im Leben, wo man sich denkt, dass man niemals Kinder haben möchte? Ich dachte, hier ist gerade ein bisschen weniger los und ich wollte euch einfach mal schön zeigen, was hier Schönes ist. You can show them the airplanes. Wow, it's so amazing. Hier seht ihr einmal den Armstrong. Ich dachte, ich zeige euch einfach mal diese wunderschönen Maschinen. Ich glaube, man sieht nichts. That's alright, thanks. Ja, und da kommen wir auch schon zur nächsten Maschine. Auch wieder ein wunderbares Stück. Hier hätten wir eine Rocket. Ja, yeah, Rocket. Eine wunderbare Rocket. See? Oh, wunderbar. Hier haben wir eine wunderbare Maschine. Ihr seht,
wunderschöne Farben. Ich liebe es, wie er die ganze Zeit so die Texte filmt, weil das juckt halt so wirklich, glaube ich, niemanden. Und kein Prozent guckt sich an, was da steht. Oder liest sich das durch. Du, lass den Guten mal machen, wenn er Spaß dran hat. Lass ihn filmen. Hier kann man auch einmal schön hochgehen. Das ist ja immer ganz toll für die Kinder. Sowas finde ich ja ganz klasse, wenn man da hochgeht und sich Sachen angucken kann. Wunderbar, massives Holz, alles, was man sich nur wünscht. Wie ihr sehen könnt, da haben zwei Leute reingepasst. Ist auch immer ganz wichtig. Genau, danke für diese Filmkünste. Er versteht halt nicht, was ich gerade zu ihm... Er würde gar nicht denken, dass ich ihn gerade ansprechen könnte. Er denkt halt, ich erzähle euch einfach nur was. Das ist irgendwie schon witzig. Naja, vielen Dank. Thanks. Wir sind jetzt wieder zu Hause, wie ihr sehen könnt. Und ich mache gerade Abendessen für die Jungs. Einen davon, den hört ihr auch im Hintergrund, weil der spielt hier irgendwas mit so einem Bus. Ich weiß es nicht. Und der andere ist gerade mit der Mama mit dem Hund spazieren. Und ich dachte, ich zeige euch mal, was ich den Jungs zum Abendessen mache. Also ich werde auch heute genau das gleiche essen. Ich habe hier so einen Falafel-Mix genommen. Lebanese Style. Von der Marke, keine Ahnung. Okay. So sieht das Ganze aus. Ich habe es schon ewig nicht mehr gegessen und jetzt habe ich das hier gefunden und ich mache gerade die Falafeln. Die sind halt natürlich viel besser, wenn man sie frittiert, aber ne, ich mache es noch Couscous dazu. Und ich mache noch eine Soße und zwar habe ich hier schon angefangen. Hier sind Tomaten, Zwiebeln, Knoblauch nur drin mit Salz und Pfeffer. Und da kommt gleich noch Kokosmilch rein. Ich habe schon richtig glühende Wangen, glaube ich, weil ich die ganze Zeit über dem Ganzen da am Kochen stehe. Und ich habe einen neuen Pickel bekommen. Also das da sind keine Pickel, die verheilen gerade. Aber der da ist so ein neuer und der tut voll weh. Hier ist das fertige, wunderbare Essen. Couscous mit Gurke, Falafel und Soße. I'm already finished. Thanks. Does it look good? Yeah. Yeah. This one is for you. This one is for you. Heute ist Dienstag, Tag 2 mit meinen Jungs. Ich muss jetzt meine Wäsche machen, deswegen bin ich gerade in meinem Zimmer. Ich glaube, das letzte Mal, als ich meine Wäsche gemacht habe, hing das T-Shirt hier auch schon. Ne? Das gehört noch nicht in die Wäsche, aber es gehört auch nicht zurück in den Schrank. Und dann weiß ich nicht, wohin damit. Und dann hängt es einfach auf die Tür und ich habe es halt seitdem nicht mehr angezogen. Okay, das hier mache ich wenigstens weg. Das ist auch ein toller Ausschnitt. Okay. Ab morgen habe ich endlich frei, weil dann der Papa zu Hause ist. Und ich habe auch irgendwie ein Gefühl, dass er heute schon eher kommt, weil er heute so eine Motorradprüfung und ich habe im Gefühl, dass er in ein paar Stunden schon wieder zu Hause sein wird und ich dann nicht mehr so viel machen muss. Aber schauen wir mal, freu dich mal nicht zu früh, Laura. Eben waren wir mit dem Hund draußen und da ist mir irgendeine Videoidee eingefallen, aber ich habe sie wieder vergessen. Was war das denn? Ah nee, ich wollte nur mal wieder so ein Real Talk machen. Ich war irgendwie schon voll lange nicht mehr im Gym. Ich hatte halt am Anfang so eine krasse Gym-Motivation. Ich bin echt fünfmal die Woche gegangen. Vor allem halt, weil mein Gym hammerteuer ist. Ich zahle einfach 45 Pfund. Und ich dachte so, ey, das muss ich halt nutzen. Weil ganz ehrlich, dann so einmal die Woche hinzugehen, kann man es auch gleich lassen. Aber kennt ihr, wenn so die erste Gym-Motivation weg ist? Also ich glaube, es kommt dann wieder so phasenweise wieder, aber... Ich bin halt so die letzten zwei Wochen so 2 bis 3 Mal die Woche gegangen. Aber ich war noch ich war auch noch beim Zumba und Tanzen. Ne? Und irgendwie ist es hier immer nass. Aber ich verstehe nicht, woher das Wasser kommt. Ich weiß nicht, ob das irgendwie da so irgendwo aus der Heizung raustropft. Auf jeden Fall ist mein Boden immer nass und ich trockne den einfach immer mit dreckiger Wäsche. Weil die kommt ja eh in der Wäsche. Falls ihr noch mehr Hausfrauentipps braucht, meldet euch bei mir. Ich habe es einfach gewusst, ich bin gerade runtergegangen und plötzlich stand der Vater in der Küche und ich so, oh, zuppi. Also er hat mir halt erzählt, er hatte diesen Test. Und jetzt habe ich irgendwie nicht so genau verstanden, ob er es jetzt geschafft hat oder nicht. Weil irgendwie habe ich es verstanden, dass er es jetzt geschafft hat. Dann habe ich ihm alles Gute gewünscht und dann hat er irgendwie so eine Antwort gegeben, wo ich so dachte, hä, der ist jetzt doch nicht. Aber egal, ich habe ihm alles Gute gewünscht, auch wenn er durchgefallen ist, so, oh wow, alles Gute, congratulations, so, good job. Es ist halt manchmal so ein bisschen so ein Struggle, weil ich bin jetzt seit 5 Monaten hier und manchmal verstehe ich ja trotzdem nicht, was die sagen, wisst ihr? So, ich glaube, ich werde dazu bald nochmal so eine kleine Zusammenfassung machen. Wie findet ihr sowas so nach einem halben Jahr Au-pair sein? Wie ich es finde, was ich so für Erfahrungen bisher gemacht habe, was so meine Einschätzung ist.
Weil ich glaube, ein halbes Jahr ist eigentlich eine ganz gute Zeit, sowas mal von sich zu geben. Mal schauen, meine Jungs machen irgendwelche Faxen. Die machen so Secret Boxes und tun ihre Lieblingssachen in diese Secret Boxes und verstecken die vor ihren Eltern. Wir hatten halt so komische Geheimboxen, aber da haben wir halt Sachen gebastelt und die da reingetan. Wisst ihr, so irgendwelche... Wir haben so... Boah, das ist ganz komisch. Wir haben so draußen so Zigarettenpackungen zum Beispiel gefunden, leere. Und dann haben wir die so abgeklebt mit Glitzerpapier und sowas und haben die dann in unsere Boxen getan. Und unsere Eltern durften niemals diese Boxen finden. Die sind dann irgendwie voll witzig, weil ich bin so von einem Kleinen in das Zimmer gegangen. Der sieht mich und plötzlich macht er so, phew, phew. Ich so, hä, was los? Nothing. Und dann stand ich so im Raum und hab halt so, ne, die haben mir das vorher schon erzählt und dann kam der Große und er so, oh, was macht Laura hier drin? Die darf das doch gar nicht sehen. Ah ne, sie weiß schon Bescheid. Was soll das eigentlich? Warum habe ich hier so einen Nervigen und hier so einen Nervigen? Wenn man keinen Bock hat, irgendwas mit den Kindern zu machen, beziehungsweise nicht weiß was, die dann einfach mit in sein Zimmer nimmt, die gucken hier alles an, fragen, was ist das, was ist das, was ist das. Aber ganz ehrlich, es gibt nichts Besseres. Ich muss nichts machen. Should I say something in English? What should I say? I don't know. I also don't know. Can I? Can I film? No, thanks. Oh, can I film, please? Okay. No. Ich habe jetzt endlich auch frei. Bis Sonntag. Ich habe einfach 5 Tage frei. Ich freue mich so drauf. Und ich mache gerade meine Flechtfrisur auf, weil ich will mir heute Abend die Haare waschen. Und davor will ich mir noch Öl in die Haare machen. Wie so eine Kuh. Ich dachte, ich nehme euch einfach mal mit. Ich kriege heute Abend nämlich Besuch und ich freue mich schon sehr drauf. Das seht ihr dann in meinem nächsten Wochenvlog, wer es ist und so weiter und was wir da machen. Wir haben auf jeden Fall coole Sachen. Ja, wir haben eigentlich gar nichts geplant, aber wir haben über so ein paar Sachen gesprochen, die wir machen wollen. Freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf. Mache ich gerade diese guten Flechtdinger auf. Die hatte ich jetzt locker 3 Tage oder so drin. Boah, die Kopfhaut fühlt sich danach wieder richtig gut an. Ich würde jetzt halt voll gerne meine Haare so tragen. Weil das sind halt geile Locken. Es wird auch mal wieder Zeit, meine Haare zu waschen. Und ich mache vorher halt mal dieses Arganöl rein, bevor ich die wasche. Und jetzt werde ich sie mal bürsten. Und genau deswegen sagt man Leuten mit lockigen Haaren nicht, dass sie ihre Haare bürsten sollen. Jetzt nehme ich ordentlich was von diesem Öl und fange erst einmal an, meine Kopfhaut einzumassieren. Jetzt weiter in diese Spitzen. Die werden jetzt nicht mehr so buschig sein, wenn ich das Öl reinmache. Guckt euch das an. Heute ist das neue Lied von Adi und Boyupi rausgekommen, Primadonna. Ich habe da schon voll drauf gewartet, weil er hat so einen ganz kurzen Teaser gepostet. Und ich war so, ey, ich liebe dieses Lied. Wann kommt es raus? Und seit diesem Tag ist vielleicht gerade mal eine Woche vergangen. Aber ich habe jeden Tag gehofft, dass er endlich dieses Lied veröffentlicht. Ganz zufällig ziehe ich es hoch und es ist auch noch da. Jetzt ist da schon ordentlich Öl drin, aber ich passe wirklich auf, dass überall schön Öl dran kommt. Und dann lasse ich das normalerweise für einen Tag einwirken. Aber dafür habe ich heute keine Zeit. Das heißt, es wird nur so eine Stunde vielleicht drin sein oder so. Aber das ist in Ordnung. Besser als nichts. So sieht das Hausfrauenleben auch aus. Ich muss dieses Riesenzimmer natürlich selber putzen. Es ist halt so, ja, man freut sich, dass man so ein großes Zimmer hat. Das ist ja auch eigentlich, ne, ganz cool, so sein eigenes Reich quasi zu haben, weil ganz viele Au-pairs, die haben halt einfach nur ein Zimmer auf der Etage von den anderen und so. Und ich habe quasi hier eine eigene Wohnung. Ich meine, guck durch das an. Das ist halt riesig. Und der Moment, wo man das putzen muss, ist halt immer so. Normalerweise, also ich habe jetzt hier den vordersten Teil, habe ich jetzt alles gesaugt. Und zum Beispiel zu Hause wäre das jetzt, ich wäre fertig eigentlich. Kennt ihr das, wenn man so 10 Jahre damit verbracht hat, sein Zimmer aufzuräumen, weil Besuch kommt? Und dann kommt der Besuch rein und man sagt so, oh, sorry für die Unordnung. Ich weiß auch ganz genau, das ist das Erste, was ich zu ihr sagen werde, wenn ich hier drin ist. Müssen wir mal eben hier einen Scheinwerfer raussuchen. Ich wollte nur mal eben sagen, dass ich jetzt den Vlog beende. Ich habe eben jetzt meine Haare gewaschen. Die sind fresh und fühlen sich gut an. Ich glaube, es schlafen schon welche im Haus. Deswegen beende ich den Vlog.